I'm doing something different, they can't do what I do. Flying through the air, how could they walk in my... Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar wird das heute wieder ein Vlog sein. Es wird ein Wochenvlog. Genau, es wird ein Wochenvlog. Heute haben wir Montag und seit wann bin ich wach? Seit 8 Uhr oder so. Ich habe vor 3 Stunden geduscht und ich bin trotzdem noch im Bademantel. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, dass ich mich heute schminken werde. Ich wollte mir eigentlich einen Wig kleben, aber ich habe einfach gemerkt, dass es zu viel Arbeit ist und dass ich damit eh nicht schlafen kann, dass es eigentlich unnötig ist, wenn ich mir eine Wig dran klebe. Deswegen werde ich mich schminken. Anschließend ziehe ich einfach meine Closure Wig an und dann hatte ich eigentlich vor, später Fotos zu machen für Instagram, weil ich habe lange keine Bilder mehr gemacht und ich muss jetzt halt wieder aktiver werden. Deswegen werde ich dann später, wenn mein Bruder Lust hat, Fotos machen. Und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr vor. Also ich werde dann irgendwann anfangen, in der Woche wieder zu lernen, weil ich habe Ende des Monats wieder Klausuren und ich muss einiges bestehen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich vorhabe. Und ich melde mich einfach später. Also ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, eine Wig anzuziehen, okay, die Wig zu kleben. Und ich habe schon die eine Hälfte gemacht, jetzt muss ich noch die andere Hälfte geklebt kriegen. Ich muss sie halt noch befestigen und deswegen föhne ich gerade meine Haare. Es tut mir leid, wenn ich mal nach da schaue, statt in die Kamera, weil das ist ein bisschen kompliziert mit dem Handy. Ja, auf jeden Fall föhne ich jetzt meine Haare zu Ende. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon geschminkt und ich fühle mich, wenn ich geschminkt bin, schon sehr viel, viel besser. Ich meine, ungeschminkt bin ich natürlich auch schön. Aber wenn ich geschminkt bin und es mir irgendwie nicht gut geht, dann finde ich, dass ich mich so viel, viel, viel besser fühle. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange das gedauert hat. Ich habe voll lange Pausen gemacht. Auf jeden Fall bin ich jetzt, sagen wir mal, so fertig. So halbwegs. Ich hab jetzt meine Wig geklebt. Und ich denke mal, dass ich noch Haarspray drauf machen werde und dass ich vielleicht die Locken nochmal neu machen werde. Aber ansonsten gefällt es mir gut. Ich finde, das sieht schon echt aus. Und ich muss halt auf meinen Bruder warten, wegen den ganzen Bildern, die ich machen möchte. Aber jetzt werde ich mir erstmal ein Outfit raussuchen. Oder zwei oder doch mehrere. Ich habe keine Ahnung, weil ich muss halt auch später noch was für meinen Papa tippen. Er hat mir eine Aufgabe gegeben und die muss ich noch machen. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was ich machen werde. Ich weiß, dass es blendet, aber es geht jetzt nicht anders. Auf jeden Fall, ich habe noch gar nichts gegessen heute. Deswegen denke ich mal, dass ich auch noch zu Netto hingehen werde oder zu Rewe, weil ich habe echt Hunger. Und ich bin eigentlich kein Typ, der Lipgloss trägt, aber irgendwie habe ich jetzt gerade Lust drauf. Da ich ja schon was länger geschminkt bin, werde ich meine Schminke noch etwas updaten. Noch ein bisschen Rouge drauf tun, für die, die wissen wollen, was das für ein Rouge ist, weil ihr wollt es ja ständig wissen. Meine Wimpern habe ich von AliExpress, also kann ich euch gar nicht nennen. Ich habe diesen Blush von, also der heißt Maxi Blush von Manhattan. Der hat 6 Euro oder so gekostet. Ja, für die, die es auf jeden Fall wissen wollen. Und meinen Highlighter, den habe ich von Catrice. Ich finde, der ist richtig gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut. So, ich mag nichts, was so richtig auffällig ist. Und ich finde, das so ist eigentlich ganz okay. Ja, ich denke mal, mein Make-up ist gut geworden. Wie gesagt, ich werde mich jetzt umziehen. Oh, ich muss nach da schauen. Wie gesagt, ich werde mich jetzt umziehen. Mal gucken, was ich anziehen werde. Jetzt so, bis mein Bruder kommt und mir sagt, okay, wir können Bilder machen. Dann gehen wir zu Rewe, gucken wir, was ich kaufen werde. Und anschließend das Behinderte. Ich habe jetzt Lipgloss getan und ich muss gleich zu Rewe. But we don't care. Ja, einfach mal gucken, was ich machen werde. Auf jeden Fall meine Bilder schon gemacht. Ich hatte 3 Outfits an, aber ganz normale Outfits. Jetzt nicht spezielle Outfits, aber irgendwie schien die Sonne so schön und mein Make-up war oder ist sehr gut zur Geltung gekommen. Und ja, auf jeden Fall ist die Fotosession jetzt beendet und ich gehe jetzt zu Rewe. Wie ihr sehen könnt, bin ich aufgestanden vorhin. Ich sehe richtig schlimm aus, durch meine Haare an. Wie ihr sehen könnt, habe ich geduscht. Ich habe hier meinen Bademantel wieder an
Und ja, mein Tuch hier habe ich noch immer an. Also das habe ich eigentlich nur an, damit es meine Frontal schützt. Weil ich hatte so lange keine Lace Frontal Wig mehr angezogen. Ich hatte die ganze Zeit Closure Wigs an, weil ich einfach finde, dass die viel chilliger sind. So. Aber, oh verdammt. Ja, so sieht es eigentlich aus, aber ich werde das später nochmal besser machen. Jedenfalls, ja, werde ich mich jetzt schminken und dann suche ich wieder Outfits raus, aber jetzt richtige schöne Outfits, womit ich Ganzkörperbilder machen kann, weil Karin kommt ja später. Und dann wollte ich noch zu Zara, weil ich hatte Schuhe bestellt, aber die Schuhe sind mir viel zu groß und ich werde die dann halt zurückbringen. Und ich nehme euch natürlich mit. Oh my days, I look so weird. Aber ja, auf jeden Fall nehme ich euch mit und ich mache mich jetzt fertig. Leute, ich habe mich jetzt geschminkt. Ich habe meine Haare so ein bisschen geglättet, so ganz grob. Und ich muss halt noch Öl drauf machen. Und Karin ist halt schon unterwegs. Und oh, es blendet. Ich muss mir meine Outfits raussuchen. Und dann sehen wir uns einfach gleich. Hey Leute, ich habe meine Bilder gemacht. Hier ist Karin. Hey Leute, heute haben wir Mittwoch und ich werde den Vlog auch heute beenden. Meine Haare sehen so schlimm aus, ich weiß, aber da ich hier heute nichts mache, werde ich auch so bleiben. Ich gehe jetzt zu meiner großen Schwester, die kennt ihr ja schon. Ich gehe meine Nichte besuchen, ich gehe sie ein bisschen ärgern, ich werde sie ein bisschen pranken und sie ignorieren und ich will einfach sehen, was sie machen wird. Ich sehe richtig schlimm aus, Leute, schaut euch das mal an. I look like a whole mess. Oh yeah, das ist mein Outfit of the day. Ich sehe ganz normal aus. Ich bin ungeschminkt heute. Ja, ungeschminkt. No Make-up kind of day. Und yeah. Leute, ihr könnt mal Hallo zu meinem Bruder sagen, okay? Mit diesem Bruder. Das ist ein Vlog. Das ist ein Vlog? Ja. Und ich habe mich drauf? Kannst Hallo sagen. Das ist mein Vlog. Was geht ab? Hey Leute, guck mal, da ist der andere. Ich bin raus. Ich habe gekündigt. Fristlos. Ich habe die Seiten gewechselt. Ihr wechselt momentan all die Seiten. Nein. Was bekommen? Ich habe auch die Seiten gewechselt. Ich folge dem Bobby Dressler. Nein. Wir drehen vielleicht am Donnerstag, am Montag, wenn ihr da Zeit habt. Ja, auf jeden Fall bin ich hier mit Bastuk, ne? Der ist jeden verdammten Tag hier. Ich bin gerade Blitz am machen, ne? Komm, böse. Ich hoffe, ich komme böse. Ich gehe Haare schneiden. Du könntest uns besser sehen. Blitz am machen. Warte, was denkt dieser Junge? Böse. Meinst du, hast du Tuch für mich nicht? Das Original. Könnt ihr gucken. Ich zeige euch Etikett. Natürlich auch Original. Weihnachten bekommen auch Original. Okay. Nike ist auch nicht so teuer, ne? Nike ist auch nicht so teuer, ja, ne? Aber hat man da mal oder mal nicht? Was ist das denn für eine Marke? Oh. Auch Nike. Oh. Siehst du, Nike ist nicht so teuer. Oh. Ich zugeschaut, Nike ist nicht teuer. Oh, Mann, nicht jeder. Ey, nee, das ist, nein, das benutzt du nicht. Das ist für eine Wig. Nein, das darfst ja, du nicht. Doch, nein, aber ich brauch das doch. Ja? Ja. Wer braucht das? Ich. Ja, das meine ich schon. So, was habt ihr noch? Nein, ich hab nicht. Wig-Caps. Nee. Bastuk. Leg das bitte wieder zurück. Oh. Hast du keine Wig-Cap mehr? Nein, Aurette hat Wig-Caps. Ich hab keine. Ja, wo sind die denn? Ja, aber sie ist nicht hier. Ja, dann gebe ich das dir. Wie? Du kannst ja auch welche kaufen gehen, ne? Das weißt du, ne? Bastuk, das, was du machst, das macht man eigentlich nicht, ne? Mhm. Das, was du machst, einfach Sachen durchsuchen und so. Und du fühlst dich bei? Das macht man nicht. Ich darf die Sachen durchschnüffeln für meine kleine Schwester, ja? Was? Ich darf die Sachen durchschnüffeln für meine kleine Schwester, ja? Was? Ich darf die Sachen durchschnüffeln von meiner kleinen Schwester, ja? Oh mein Gott. Ist es kalt draußen oder ist es warm? Sehr warm. Ja? Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Ja, auf jeden Fall, Leute, das macht Bastuk, ne? Oh, Schwester, Wig Cap. Nein, das ist keine Cap. Das ist Cap, Wig Cap. Okay. Nein, aber das ist nur so eine runde Cap. Und Leute, ich habe mir Schuhe bestellt. Was ist die ganze Zeit? Warum machst du das? Das kennt die Kollegin nicht so.
Wer irgendwann links durch müsste, schreibt Marjorie oder schreibt mir auf Instagram StukOTF on the family for the shit. You know. Dieser Bastuk stellt mir einfach zu viele Fragen, Leute, und das nervt mich. Doch, du kommst zwischen diesen Fragen. Warte, was willst du schon zwischen diesen Fragen? Mhm. Sehr wallah. Ich bin kein Moslem. Leute, ich sehe so schlimm aus. Wollt ihr sehen, was ich anhabe? Guckt mal. Leute, sieht so gut aus. Leute, was wir machen werden, ja? Ich werde sie jetzt so ein bisschen pranken. Ich werde sie nicht begrüßen. Wie geht's dir, Queen? Gut, und dir? Auch gut. Hallo, Marjorie. Supreme! Kannst du mir geben? Du bist doch meine beste Freundin, oder? Bist du traurig? Nein, du brauchst nicht traurig zu sein. Ich habe dir Nudeln gekauft. Und Capri-Sonne. Soll ich dir geben? Ja? Nicht traurig sein. Du bist doch meine Nummer 1. Ich wollte dich nur ärgern, okay? Okay. Oh. Ja, bitte. Und das ist auch für Queen und eins für mich. Danke, Queen, fürs Dokumentieren. Nein, das ist für mich, weil du teilst ja nicht gerne. Das ist für mich, Queen, und für dich. Danke, Marie. Bitte. Marissa, war ich gemein zu dir? Warst du traurig? Aber jetzt geht's dir doch besser, oder? Hallo, ich bin Melody. Und da ist meine Freundin Marjorie. Mhm. Und da ist meine Schwester Supreme. Mhm. Und da ist... Deine Mama ist nicht hier. Und da ist mein Opa. Okay. Mein Papa schenkt mir mein Opa. Mhm. Und das noch? Was willst du YouTube noch sagen? Ich wollte nur ein bisschen traurig sein. Warum? Es tut mir leid. Also Leute, wir werden jetzt unseren Vlog wieder beenden. Was sagst du? Also Leute, wir werden unser Blog beenden. Genau. Was noch?